nach sich ziehen. Und das wollen wir dann abwarten, das ist das Ergebnis. Während hier vorne unsere Spezies bereits ihre Startaufstellung gefunden haben, Klaus Steven nimmt als Dritter hier den linken Startplatz. Steven ist vorne, Niklas geht schön sauber in die Wildenberger Kurve. Die beiden Laubach-Brüder haben einen Brandenburger im Sieben links, sieben ist vorne. René Mandl auf der dritten Position. Ja, das ist natürlich kurzer Achsamkeit. Heute ja uns noch die Show stehlen, den Lokalmatadoren. Das wird uns sicherlich auf heimischem Territorium. Genau, so, wir sind jetzt bei unserem Rundgang durch das Fahrerlager beim Rennleiter. Horst Laubach, den haben wir erwischt und der strahlt. Nicht nur wegen dem Wetter, oder? Eigentlich nicht. Also ich bin nicht Rennleiter, ich bin Organisationsleiter. Und der erste Vorsitzende vom Verein Rennleiter ist der Bernd Körner. Ja, ich bin eigentlich überglücklich heute, weil ich muss sagen, es sind mehr Zuschauer da wie letztes Jahr. Und das heißt, dass der Sport angenommen wird, auch auf Asphalt hier. Und das macht mir Spaß und freut mich. Und meine Jungs natürlich auch, dass sie so gut fahren. Und das ist schon ein Highlight hier in Gründau. Ich wollte jetzt gerade fragen, ne? Doppelbelastung, zum einen muss man sehen, dass das alles läuft, zum einen muss man sehen, dass es trocken bleibt, aber zum anderen muss man auch sehen, dass hier alles läuft, nämlich der Horst Laubach hat nicht genug zu tun mit dem Ablauf, sondern es gibt auch noch zwei ganz schnelle Jungs im Hause Laubach. Richtig, also so vor der Veranstaltung, ich denke, ich nehme da immer 5 Kilo ab schon und Nerven habe ich halt wie Dreizahler und das braucht man auch, weil wenn die schon fahren und ich filme jeden Lauf, dass wir nachher noch mal gucken können und was wir vielleicht verbessern können, aber dann stehe ich schon da und das Flattern kommt schon langsam dann. Gibt es ein anderes Thema im Hause Laubach als Autocross? Nein, wir sind eine Motorsportfamilie, wir machen das mit der Kinderzeit im 5. Lebensjahr schon und die Autos wurden immer größer und ja, die Jungs halt auch und es macht halt Spaß. Das macht natürlich Spaß, gerade hier in Gründau. Wir haben das übrigens jetzt von den Fahrern auch so gehört. Sie fühlen sich alle pudelwohl hier. Das ist ja, denke ich mal, auch mal ein wichtiges Feedback. Aber lassen Sie uns ein bisschen über die Autos reden. Der DMSB oder DAV, viel besser, hat sich auf die Fahnen geschrieben, auch was für den Nachwuchs zu tun. Wie das in den anderen Ländern teilweise ja schon ganz vorbildlich passiert. Ich sage nur Tschechien, wo dann teilweise 30, 40, 50 junge Leute fahren. Aber es geht auch in Deutschland aufwärts. Und zwar wie? Denn ich kann mich an die Anfangszeiten erinnern, als wir 5, 6, 7 Autos mit 3 Ausfällen zusammenbekommen haben. Das ist ganz anders jetzt. Klar, das, da haben wir lang dran gearbeitet. Und diese Klasse kann man auch noch finanziell gestalten. 1, 2 Sponsoren dabei ist natürlich noch besser. Und man muss was für die Jugend tun, weil das ist unser Nachwuchs und ohne den geht's halt nicht. Und das fängt hier mit der Crosscut schon an, mit der ganz Kleinen. Die können mit 10 Jahren schon fahren und jetzt hier diese dann mit 17 und sogar diese ab 16, ja. Und wie gesagt, das kann man halt noch finanzieren. Und die glühen ganz gut, ne? Ja, wenn man überlegt, die sind ja manchmal so schnell wie ihr Auto mit 550 PS und die haben nur 130 PS, aber sie haben nur 300 Kilo und das macht's halt aus dann, ja. Aber die sind sauschnell, das ist Wahnsinn. Und jetzt noch das Wort des Fachmanns, um alle Mütter vielleicht zu beruhigen. Sicherheit steht an erster Stelle, oder? Das sowieso. Die haben Überrollbügel, die haben 6-Punkt-Gurt drin und das ist A und O. Und da wird auch drauf geachtet. Und die beiden fahren sogar mit Hans,
was die Formel 1 ja auch hat. Auch der Mandel hat das jetzt. Und ich denke, dass wir ab 2010 oder 2011 das komplett einführen werden im Autocross-Sport. Ganz genau, ne? Das höchste Gut, was wir haben, unsere Kinder, das dürfen wir auf keinen Fall irgendwelchen Gefahren aussetzen. Ja, der Herr Laubach hat gesagt, es geht immer weiter, die Autos werden immer größer. Spielraum nach oben ist da, oder? Ja, wenn ich einen Geldgeber finde, habe ich kein Problem damit. Also ich sag mal, die Jungs werden ja sicherlich auch schon mal vielleicht auf Mediasport mal gucken, was so passiert in der europäischen Cross-Szene. Sind die da scharf drauf, mal da zu schnuppern? Klar, das ist kein Thema, das ist ganz klar. Ja. Ich meine, die würde gerne Europameisterschaft fahren, aber da fehlen halt auch die finanziellen Mittel. Okay, dankeschön. Bitte. Und jetzt haben wir die beiden Junioren auch da, nämlich den Steven Laubach und den Niklas Laubach. Du bist der Große, aber doch eigentlich der Kleine. Richtig, ich bin der Jüngere, aber ja, wie man sieht, der Größere, also von der Größe her. Auf der Strecke bist du der Größere? Ja, kommt drauf an, wenn ich schneller bin, dann schon, ja. Also es, ja, an dem Wochenende hier hatte Niklas auch viele Probleme gehabt, bis jetzt einen Crash gehabt und eine Kette gerissen, aber sonst sind wir eigentlich schon ziemlich gleich mit dem Fahren, also wir geben uns ja schon nicht so viel. Jetzt mal Frage, ne? Mal so Hand aufs Herz, kriegt ja keiner mit, hat man da Schiss vom Start, ist man da nervös, muss man da vielleicht pinkeln oder sonst wie? Ja, so eine gewisse Nervosität ist natürlich immer da. Aber sobald die 5 Sekunden nach oben gehen und die Motoren aufdrehen, da ist es eigentlich komplett alles weg. Das heißt, da siehst du dann nur noch vorne durch dein kleines Fenster und flat out Vollgas. Ja, das ist richtig. Das ist praktisch wie so ein Tunnelblick auf die 5 Sekunden, dann auf die Ampel, dann kommt die Drehzahl hoch und dann ist eigentlich alles weg. Da denkt man nichts anderes mehr. Ist das eigentlich störend, so einen kleinen Bruder zu haben, der auch weiß, wie das Gaspedal so ganz nach unten geht? Nee, das ist eigentlich perfekt, weil wir pushen uns gegenseitig immer zu schnelleren Rundenzeiten. Wir helfen uns gegenseitig an der Abstimmung von den Fahrzeugen und helfen uns gegenseitig beim Schrauben zwischen den Rennen. Also ich denke mal, wir werden uns auch in Zukunft weiterhin schneller pushen und immer schneller werden. Also das ist eigentlich schon genau richtig so. Hat eure arme Mutter denn irgendwie eine Chance, mal über was anderes als über Autocross zu reden? Ich glaube nicht. Also im Grunde genommen ist Zeit da, aber wir haben halt zwischen den Rennen nicht viel Zeit und es ist immer Stress. Wir sind alle 2 Wochen unterwegs und dann wird auch immer schon am Tag vorher oder 2 Tage vorher alles geladen und die ganze Familie ist da eingespannt. Da gibt es eigentlich nicht viel andere Gedanken als Autocross. Ich habe gerade schon mit dem Daddy mal so ganz provokant gesprochen und mal gefragt, naja, das habt ihr jetzt im Griff hier so einigermaßen. Luft nach oben, Entwicklung, mal ein schnelleres Auto, richtig, durchaus, würdet ihr euch zutrauen, oder? Ja, zutrauen schon, aber ich sag mal, das ist halt alles von der finanziellen Situation abhängig. Wir versuchen jetzt erst, also ich persönlich will erstmal jetzt mein Studium fertig machen. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen jetzt im 6. Semester. Nächstes Jahr schreibe ich meine Diplomarbeit. Das geht jetzt erstmal vor und was dann danach kommt, das werden wir dann sehen. Genau, lasst uns noch ein Wort zur deutschen Meisterschaft verlieren. Fühlt ihr euch wohl oder habt ihr Lust auch mal woanders vielleicht zu schauen? Das ist ja durchaus möglich mit diesen Autos. Ja, also ich fahre jetzt in dieser Klasse jetzt eigentlich das erste Jahr um die deutsche Autocross-Meisterschaft. Vorher bin ich halt um die Junioren-Autocross-Meisterschaft gefahren. Wie gesagt, für mich das erste Jahr. Aber natürlich der Reiz ist, man irgendwie mal woanders fährt oder eine EM oder so. Gibt's noch nicht in unserer Klasse, aber vielleicht irgendwann ist natürlich immer da. Das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn man sich noch mit anderen Gegnern messen kann. Schließt man Freundschaften im Fahrerlager auf dem Rennplatz so unter den Konkurrenten oder guckt ihr euch nicht an? Nee, auf jeden Fall. Die Freundschaften sind da und das wird auch immer gepflegt. Hier im Fahrerlager und auch zwischen den Rennen wird auch immer kontaktiert mit den verschiedenen Konkurrenten auch, die es gibt. Mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen vielleicht auch nicht ganz so gut. Aber grundsätzlich sind wir schon eigentlich alle Freunde und auf dem Rennplatz, da geht's dann aber halt knallhart zur Sache. Und wenn das Rennen dann fertig ist und dann ist es wieder Freundschaft angesagt. Dann habt ihr euch wieder alle lieb. Okay, ich sag danke, bleibt so und dann bin ich sicher, werden wir uns bestimmt im Laufe der nächsten Jahre noch öfter mal hier in den Fahrerlagern in Europa unterhalten können, okay? Alles klar, vielen Dank. Ich danke auch, vielen Dank. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.